Herr Owaki, was sagen Sie zum Spielverlauf? Erste Halbzeit war kein gutes Spiel von uns beide. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir am Anfang ein bisschen auf Sicherheit gehen. Das ist einfach ein Derby, bringt viel Emotionen. Ich habe erwartet einen starken Gegner, aber das wird einfach nicht lang dauern. Das heißt, wir haben gedacht, eine halbe Stunde wird der Gegner mithalten, wird den Druck aufbauen, wird vielleicht mal früh attackieren. Aber auf die 90 Minuten sind wir besser vorbereitet. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen wenig Risiko. Wir haben genug Möglichkeiten, wir haben eine breite Bank, wir sind fit. Und die Entscheidungen, die einfach ein Risiko mitbringen. Wenn wir zu viel Offensive einfach angreifen, kann sein, dass wir noch mal einfach von hinten ein bisschen aufmachen. Das werden wir erst im Halbzeit entscheiden. Die Entscheidung kam direkt in die Halbzeit, wo ich gesagt habe, wir stellen einfach um die Dreikette, um den Flügel intensiv unter Druck zu setzen, besonders die rechte Seite. Das ist uns einfach gelungen. Und meiner Meinung nach, wir waren einfach dominant. Wir haben das Spiel kontrolliert, die zweite Halbzeit. Das war Frage der Zeit, bis der Tor kommt. Deswegen geht für mich einfach den Sieg für die zweite Halbzeit ein deutlich, das ist okay. Aber wichtig war für uns einfach, dass wir alles riskieren. Die drei Punkte waren notwendig, um oben dabei zu sein. Und ob das ist gegen Aue oder eine andere Gegend, das spielt keine Rolle. Das ist ein Derby und dass wir das zusätzlich nochmal gewonnen haben, plus die drei Punkte, freut mich für die Mannschaft. Aber ich sehe es als verdient von einer extrem guten Vorbereitung. Wir haben viel investiert und das war mir klar, dass irgendwann mal das sich zurückzählt. Und wir haben jetzt momentan profitiert von einer guten Vorbereitung. Also wollten Sie heute aufgrund von Kampf und körperlicher Überlegenheit auch ein bisschen gewinnen? Eindeutig. Wir haben einfach die Gegner, die ist momentan keine guten Form. Aue ist, hat bessere Qualität, aber sie sind momentan angeschlagen. Wir haben dünnes Kader. Deswegen, das ist ein Vorteil für uns. Aber das muss man nicht überwerten. Also beide Mannschaften spielen eine gute Rolle. Für mich wäre toll, wenn Reichenbach und Aue und ASV oben dabei sein, besser als eine andere. Wenn wir gegen die spielen, wollen wir gewinnen. Aber mir liegt einfach im Herz, dass wir einfach diese Vereine von Karlsruhe Umfeld einfach super Fußball spielen. Den Sieg geht für uns heute klar, aber wir haben auch in der Vergangenheit verloren. Das passt. Wir werden uns irgendwann mal wieder begegnen. Das ist in Ordnung. Das nächste Spiel ist für Sie Weinheim. Wie gehen Sie in diese Aufgabe rein? Wir haben drei extrem wichtige Stufen. Eine war Aue, danach kommt Weinheim und danach kommt Waldorf. Ich denke, wenn wir in diese drei Spiele Punkte mitnehmen, werden wir bis Ende auch oben mitspielen können. Was haben Sie sich für den Rest der Saison noch vorgenommen? Meine Aufgabe als Trainer ist immer, das Maximum rauszuholen. Ich denke, mit dieser Kader und mit diesen Möglichkeiten, wir haben einfach uns gut präsentiert und ich möchte einfach von Anfang unter die ersten fünf mitspielen. Ich möchte auch als die beste Aufsteigermannschaft sein in der Verbandsliga. Wir haben einfach einen langen Weg hinter uns. Wir haben eine Mannschaft übernommen, die nicht mehr Landsliga-Niveau hatte. Das war die Sanierungsphase. Danach haben wir uns stabilisiert in der Landsliga. Dann haben wir die nächste Stufe gemacht, dass wir den Aufstieg einfach richtig auch verdient haben in der Verbandsliga. Und zurzeit haben wir eine Mannschaft, die auch mitspielen kann. Ich sehe nicht ASV Durlach als eine Aufstiegsfavorit, absolut nicht. Aber es freut mich, dass wir einfach mit einer guten Arbeit, also diese Leistung aufrufen, dass wir oben mitspielen und bis Ende der Saison definitiv unter die ersten fünf, das ist mein Ziel. Herr Owaki, es geht das Gerücht um, dass Sie zum Ende der Saison den Verein verlassen. Was sagen Sie zu diesem Gerücht? Und können Sie das bestätigen? Und falls ja, können Sie genaueres dazu sagen? Es stimmt, dass ich einfach momentan in Diskussion oder im Gespräch mit zuerst mit ASV. Wir waren am Freitag von 20 Uhr bis Mitternacht noch im Gespräch, wie können wir Strukturen einbringen, die Störfaktoren zu beseitigen, dass wir einfach zusammen weiterarbeiten können. Und bevor ich einfach mit anderen Vereinen will ich eine Entscheidung treffen, was ASV betrifft, das werden wir diese Woche angehen und danach bin ich einfach befreit. Entweder es geht weiter oder ich darf einfach mit anderen Vereinen. Momentan habe ich natürlich Kontakte, aber ich habe alles geblockt und gesagt, wir treffen eine Entscheidung mit ASV und ich möchte nicht zwei Vereine miteinander spielen lassen, das will ich nicht. Ich will für mich und für ASV eine Entscheidung. Alles andere, wir haben Zeit und wenn ich einfach danach nichts habe, dann habe ich eine schöne Pause mit meiner Familie. Das geht auch in Ordnung. Herr Owaki, wie es auch immer für Sie weitergeht, danke ich Ihnen auf jeden Fall vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank nochmal und danke nochmal an die Kollegen von Aue für die ganze Organisation und wir sehen uns irgendwann mal wieder auf den Sportplätzen. Danke.